Willkommen zu Digimon Story Hackers Memory. Wir starten den nächsten Fall. Das wird sein Fossilienparadies. Wir versuchen das Museum zu renovieren, aber da lebt ein Monster in einem Gemälde. Hilf uns bitte. Im Museum haben sich Digimon niedergelassen. Ich sollte mehr herausfinden. Ich habe schon gewartet. Bist du der Hacker, der meinen Fall übernommen hat? Danke. Ich bin der Direktor dieses Museums. Es freut mich, dich kennenzulernen. Also, der Fall. Wie du sehen kannst, wurde das Museum aufgrund des seltsamen Phänomens in letzter Zeit schwer beschädigt. Bevor wir mit den Reparaturen beginnen können, muss der Schaden geschätzt werden. Aber einige große Digimon, heißen sie so, diese Monster jedenfalls, sie haben einen Teil des Museums besetzt. Niemand kommt an sie heran. Ich möchte, dass du etwas deswegen unternimmst. Unser Zeitplan ist sehr straff, also muss es so bald wie möglich erledigt werden. Danke, die Digimon besetzen einen Bereich weiter drinnen. Viel Glück! Laut des Direktors sind die Digimon weiter im Inneren. Ich schaue mir das mal an. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Beschleunigung aktiviert. Komm nicht näher. Dieser Ort gehört uns. Gut, Virus und Daten. Dann machen wir einen Nanomaschinenbruch. So, ein normaler Angriff sollte noch ausreichen. Ja, sehr gut. Wir hatten uns gerade häuslich eingerichtet. Ich dachte, wir könnten hier in Frieden leben. Warum wir hier sind? Weil es unser Revier ist. Willst du wissen, warum wir das hier zu unserem Revier gemacht haben? Wir sind einfach herumspaziert und plötzlich hier gelandet. Die Fossilien erinnern uns an unsere Heimat. Sie sind irgendwie beruhigend. Keine anderen Digimon hatten dies zu ihrem Revier geklärt, also haben wir es uns genommen. Wir wollten hier nur in Frieden leben. Warum wir dich angegriffen haben? Um unser Revier zu schützen. Wir können natürlich keine Eindringlinge erlauben. Aber wir haben verloren. Jetzt müssen wir es dir überlassen. Nicht nötig. Wir irren uns. Du bist also nicht hier, um unser Revier zu stehlen. Und tut es uns leid, dass wir dich angegriffen haben. Heißt das, dass wir hier bleiben können? Dieser Ort gehört jemandem, das ist ungünstig, den Direktor fragen, wie er es handhaben will. Du wirst mit dem Besitzer reden, das wissen wir zu schätzen, aber er muss wirklich wütend auf uns sein, bist du dir sicher? So, jetzt weiß ich Bescheid. Wenn ihr euch auf den Ausstellungsbereich beschränkt, könnt ihr bleiben. Wirklich? Ja, das geht in Ordnung. Zum Glück passt ihr zwei hier gut rein. Danke. Kein Ding. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen, dass wir bei dir unterkommen können. Wir haben dir solche Umstände gemacht. Sag uns, wenn wir irgendwelche wenn wir irgendwie helfen können. Echt? Wärt ihr bereit, bei den Reparaturarbeiten am Museum zu helfen? Wenn die Reparaturen erstmal begonnen haben, sollte es hier für euch viel gemütlicher sein. Wir würden gern helfen.
Da sind wir uns also einig. Ah, tut mir leid, dass du warten musstest. Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Jetzt habe ich sogar unerwartet Hilfe erhalten. Ich bin froh, dich für den Job angeheuert zu haben. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich wieder Hilfe brauche. Auf Wiedersehen. Das war ein ziemlich schneller und einfacher Fall. Das heißt, wir machen jetzt blaues Aquarium direkt hinterher. Durchsagen im Aquarium machen Leute traurig und apathisch. Finde die Ursache dafür heraus. Der Klient ist der Direktor des Aquariums. Wir haben ihm schon bei dem Diebstahlfall geholfen. Es muss noch etwas passiert sein. Ich werde ihn kontaktieren und um genaue Informationen zu dem Fall bitten. Hallo, ich bin der Direktor des Aquariums in Ikebukuro. Du erinnerst dich sicher an mich. Danke für die Hilfe mit dem Diebstahlfall. Wir haben wieder ein Problem und ich möchte nochmal die Hilfe von Hudi in Anspruch nehmen. Danke, ich gehe davon aus, dass wieder Hacker am Werk sind. Seit kurzem passiert etwas Seltsames mit den öffentlichen Ankündigungen im Aquarium. Wenn es an den Geräten liege, könnten wir sie reparieren lassen, aber das ist nicht das Problem. Seit einiger Zeit brechen Kunden und Mitarbeiter, die eine Ankündigung hören, aus unerfindlichem Grund in Tränen aus. Nein, wir spielen keine traurige Musik, nur unsere üblichen Ankündigungen. Es steht fest, dass es nur passiert, wenn eine Ankündigung gemacht wird. Vielleicht hat sich jemand an den Geräten für die öffentlichen Ankündigungen zu schaffen gemacht. Wir haben die Ankündigungen erstmal eingestellt, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Sie sind wichtig, um Gäste zu informieren, wann die Shows beginnen. Und wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Kannst du dich bitte darum kümmern? Danke. Das Aquarium scheint von Pech verfolgt zu werden. Ich gehe zuerst mal hin und frage wegen der Ankündigung herum. Ich hatte einen lustigen Traum. Darin habe ich, oh, hab's vergessen. Hattest du einen seltsamen Traum? Erzähle mir, wenn du dich noch erinnerst. Gut, dann reden wir mal mit den Leuten hier. Als ich gerade eben die Fische betrachtete, fühlte ich mich plötzlich ganz traurig. Meine Mutter machte sich Sorgen um mich, aber ich weiß nicht, warum ich geweint habe. Eine Ankündigung? Ja, es gab viele Ankündigungen zur Delfinshow und anderen solchen Sachen. Was? Ein komisches Gefühl während der öffentlichen Ankündigung? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Aber ich habe jemanden gesehen, der vor einem Becken geweint hat. Vielleicht haben die Fische ihn zu Tränen gerührt. Du willst wissen, ob ich gesehen habe, wie jemand im Aquarium geweint hat? Ich habe mit Sicherheit nicht geweint. So eine Ankündigung würde einen ganz normalen Erwachsenen wie mich nie zum Weinen bringen. Was? Das ist eine normale Reaktion? Okay, ich erzähle dir, was passiert ist, wenn du versprichst, das für dich zu behalten. Als ich die Ankündigung hörte, hat mich die Traurigkeit übermannt und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, obwohl meine Freundin da war. Es war, als ob meine Gefühlswelt plötzlich Kopf stand. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Warum bin ich so unnütz? Ich halte es nicht mehr aus. Was ist bloß mit mir? Ich kann die Tränen nicht zurückhalten. Oh je, ich bin schon wieder ganz traurig. Was zur Hölle geht hier vor? Wir machen keine öffentlichen Ankündigungen mehr. Die Musik spielt von allein. Wir machen keine Ankündigungen, aber der Wahnsinn geht weiter. Als Direktor bin ich ein Versager. Tut mir leid, ich weiß, ein erwachsener Mann sollte nicht so heulen, aber ich. Das muss das seltsame Phänomen sein. Aber warum zeigt es auf dich keine Wirkung? Das ist nicht fair. Ich bin wohl immun. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass ein Digimon-Programm dahinter steckt. Wo das Geräusch herkommt, sollte ein Digimon sein. Ich schaue mich mal um. Ich wusste, dass ein Digimon hinter diesem seltsamen Phänomen steckt. Ja, ist das möglich? Ein Mensch, der nicht auf mein Geräusch reagiert. Du willst, dass ich aufhöre? Das kann ich leider nicht.
Aber da du mich jetzt gefunden hast, muss ich weg. Ich kann nicht zulassen, dass es entwischt. Ich muss ihm hinterher. Elysiomon muss noch in der Nähe sein. Ich schaue es mir mal an. Ja, dann schauen wir mal, ob wir es finden. Hier. Du hast mich wiedergefunden. Ich bin beeindruckt. Wie schon gesagt, ich werde nicht aufhören. Ich hasse Menschen, die nicht zuhören. Nimm das. Leidensblau. Wie gefällt dir mein Spezialmove? Ist dir dein Kampfgeist abhanden gekommen? Genau, jedes Mal, wenn im Aquarium eine Ankündigung gemacht wurde, habe ich die Menschen mit leidendem Blau deprimiert. Was? Wie kannst du immer noch kämpfen? Dann muss ich dich wohl auf altmodische Art und Weise besiegen. Okay, er ist ein Daten-Digimon. Und nicht das stärkste Digimon. Du hast mich besiegt. Du bist die erste Person, deren Herzen gegen mein Leidensblau immun war. Warum ich all diese Leute zum Weinen gebracht habe? Da du so ein würdiger Gegner warst, erzähle ich es dir. Die meisten Gäste im Aquarium sind Pärchen. Einer bestimmten Person gefällt das nicht. Ein gewisser Hacker, der Single ist, hat mich angeheuert, um sicherzustellen, dass Pärchen hier keinen Spaß haben. Er hat mir aufgetragen, meine Spezialmuff zu benutzen, um das Aquarium so unromantisch wie möglich zu machen. Er weinte und sagte, er würde mich bezahlen, also habe ich gesagt, dass ich es mache. Er hat mir leid getan. Darum ist er sicher noch Single. Ich weiß, wie er sich fühlt. Darum ist er sicher noch Single. Vielleicht hast du recht. Was ist mit dir? Gibt es jemanden, der dein Herz erobert hat? Ach, tut mir leid. Ich wollte dich nicht deprimieren. Ich habe noch nicht mal Leinens Blau benutzt. Du hast recht, ich habe nur versucht, jemandem zu helfen, aber für die Leute im Aquarium war es nicht besonders schön. Ich werde mich für all die Probleme, die ich verursacht habe, entschuldigen. Danke für alles. Die Polizei wusste überhaupt nicht, wie sie den Fall anpacken sollte. Wir haben unsere Ankündigung wieder aufgenommen. Jetzt ist wieder alles normal. Was? Machst du dir Sorgen um Plesiomon? Es hat uns wirklich eine Menge Probleme gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Er hat sich immer wieder entschuldigt. Ich weiß, dass jemand es benutzt hat. Natürlich hat es versprochen, das nie wieder zu tun. Ich habe ihm vergeben. Ich weiß übrigens, welcher Hacker es war, der Plesiomon benutzt hat. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hält mich für den Bösen, weil das Aquarium angeblich Leute unglücklich macht. Mit manchen Leuten kann man einfach nicht reden. Das Digimon war viel vernünftiger. Jedenfalls habe ich die Polizei informiert, dass er versucht hat, das Aquarium zu manipulieren. Natürlich habe ich ihnen nur die wichtigen Dinge erzählt. Keine Bange, der Name wurde nicht erwähnt. Es ist unverzeihlich, Leute zu schikanieren, wenn sie an einen Ort kommen, der sie glücklich machen soll. Ich werde dafür sorgen, dass er für seine Taten zahlt, bis er so viel heult, wie wir alle geheult haben. Ach ja, zusätzlich zu der üblichen Bezahlung möchte ich dir eine Karte geben. Es ist eine Karte für ein Pärchen. Wenn du mal frei hast, solltest du deine Freundin mitbringen. Moment mal, hast du überhaupt eine Freundin? Nein, ich komme, wenn ich eine habe. Deine Einstellung gefällt mir. Wenn der Hacker nur mehr wie du wäre, was? Tut mir leid. Alles wurde geklärt, aber irgendwie hat mich dieser Fall ziemlich runtergezogen. Gut, dann gehen wir den Fall hier auch ab.
Und Cybergeist ist dann das nächste, was wir angehen werden. Aber jetzt geht es erstmal ins Steel Lab. Gibt es hier wieder etwas zu tun? Nein, Ermittlungen laufen noch 17 Minuten. So, wie sieht es hier aus? Mega sieht aber noch einen. Ah, er kann zu Plesiumon werden. Interessant. Was fehlt uns hier? Level 55 fehlt uns hier nur noch. Genauso wie hier. Verteidigung 135. Ah, das dauert noch. Fehlt auch noch einiges. Oh, das werden wir nicht so schnell erreichen. Gibt es hier etwas Neues? Nein. Ah, hier kann ich wieder. Da können wir auch direkt wieder zurückdigitieren, damit wieder ein paar Fähigkeitenpunkte mehr kommen. Hier geht es auch weiter, da können wir. Ah, 6. Fähigkeit, das heißt, ich werde eh wieder zurückdigitieren. Ah, Cream und Blau, okay. Gut, dann war es auf das mit der Farminsel. Wie sieht es hier aus? Gut, wer bist du? Volcanomon. Neun Fähigkeit, das heißt ab zurück zu Golemon. Starmon kann auch digitieren. 26 Fähigkeit. Er ist Level 27. Was bist du? Okay. Nein, das wird Super Starmon wahrscheinlich werden. Weiter schauen möchte ich noch. Okay. Dann war es das hier auch wieder. Und das war es auch für diesen Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.